Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Wir spielen Metro Last Light. Herzlich willkommen zurück. Es ist hochspannend. Wir schleichen uns zwischen riesigen anomalischen Monstern vorbei. Ja, ich habe anomalisch gesagt, nicht animalisch. Und wir sind jetzt an einem Funkgerät gekommen. Ob wir das benutzen können, ob uns das was hilft. Wir können es nicht. Riesiger Cliffhanger vom letzten Part verkackt, weil ich eine falsche Annahme getätigt habe. Es ist ja fast schönes Wetter draußen. Seht ihr das? Keine Geräusche machen, du komisches Ding. Oh mein Gott, wir müssen hier hoch, wir müssen hier hoch. Wir müssen zu diesem blauen Licht. Was auch immer dieses blaue Licht ist. OS. Und rüber. Puh. Mach keinen Lärm, Mann, mach keinen Lärm. Bitte fall nicht auf halbe Strecke runter. Oh Gott. Oh Gott! Oh mein Gott! Oh, ich habe gar keinen Wenderadius. Gar keinen Wenderadius. Dude, du darfst mich nicht verfolgen, du darfst mich nicht verfolgen. Du Flattermann hast einen unfairen Vorteil, du hast einen unfairen Vorteil. Bleib, wo du bist, bleib, wo du bist. Beweg dich halt nicht so hässlich. Halt die Klappe! Oh, Mann! Oh, wie krass ich dich hasse. Pass auf dich auf, du Crap. Okay, so wie Menschen. Ja. Die meisten Menschen. Ah, okay, da hinten sind wir von hochgekommen. Jetzt. Oh, ich habe mich von meiner eigenen nachladenden Hand erschrocken. Habt ihr das gesehen jetzt? Es ist doch nicht zu fassen. Oh, hey, da kann man aufmachen. Juhu! Alles aufgefüllt. Alles. Okay, wir gehen da drüben rein. Oh, was würde ich geben, wenn man hier plötzlich mal in so einen Strandabschnitt kommen würde? Bist du einfach so ein bisschen mit Sonne und alle sind glücklich und... Meine Fresse, ey. Hallo? Ich habe keine Ahnung. Warum sollte jemand von der komischen Tür, die du siehst, nach mir rufen? Weißt du überhaupt, wie ich heiße? Oder verarschst du mich hier? Hallo? We are coming to Polis. Together. Come what may. The little one did not want to leave. Something is holding him. I don't yet get what. Nevertheless, I'm glad it is. Because he is helpful. Yep, allerdings. Er hilft uns und warum auch immer er uns vertraut und so. Irgendwie bin ich von Sekunde 1 an froh, dass er da ist. Frag mich nicht warum. Spiel mal einfach weiter. Metro Last Light. Hallo, little boy. Lass mich nicht allein. Oh my God, sind wir immer noch an der Outside? Oh, jeez. Okay, beam dich mal weg. Ich komm schon klar. Oh, Jesus. Bitte lass hier keine Monster. Oh, Jesus. Schön. Ich wollte gerade sagen, es könnte schlimmer sein. Es könnte regnen. Gut's ja. Durch die Leiter. Vielleicht ein Freund? Oder ein Feind? Wir wissen es nicht. Hey, du da oben? Ach so, das ist er ja hier. Okay, dann können wir vielleicht Freundschaft mit denen schließen, wenn sie not evil sind. Was hat's mit den ganzen Schränken auf sich, die so penetrant mit diesem Schlosszeichen gekennzeichnet sind? Hätte ich die schon das ganze Spiel lang irgendwie aufmachen können und hätte... Hallo? Jo. Shit. It's all right, people. Stand down. He's a police ranger. Hallo. Going down the ring? Well, hurry up then. They're all jumpy. Didn't even want to let us through. Okay. Dann geh ich mal down. Okay. I'm going to rest here for a while. Jo, viel Spaß. Sind wir echt an der Polis angekommen? Das wäre ja der Hammer. Ah, ich liebe so Meilensteine in Spielen. Vor allem, wenn sie mit irgendwelchen Ruhezonen zu tun haben. Hey, cool, kann man bei dir Zeug bei? Ist ja heftig. Brauche ich irgendwas eigentlich? Nö, wa? Wir haben ja noch. Wir nehmen mit. Jo, lass mich nur. Lass mich nur lassen. Können wir was kaufen? Was hast du alles? Ah, du hast Waffen. Anpassen. Wie können wir die denn anpassen? Zieloptiken.
Diese Zieloptik, Vorkriegszeit, zielgering, mittlere Entfernung, einfache Sichtfeld. Militärdienst, Verkriegszeit, Nachtsicht, Zieloptik, genug, präzises Treffen, Ziel im Dunkeln. Primitive Ziele, schlechter Qualität, ausreichend Vergrößerung, zielgenau, bla bla, wollen wir nicht. So, was hast du noch alles? Luftdichtventil, ein TK, die mit diesem Qualitätsventil aus der Vorkriegszeit ausgestattet wird, verliert keine Luft, selbst wenn ein Überdruck aufgebaut wird. Mein Laservisier, ne, das haben wir schon. Oh, aber das hier klingt eigentlich gut, aber es kostet 40 Glocken. Außerdem habe ich eh vergessen, wie man die Waffe aufpumpt. Lass mal lieber mal. Was haben wir hier alles noch? Was hast du? Macht Handhaben der Waffe einfach verringert. Negativen Effekt des Rückstoßes, bla bla, Laservisier, bla bla. Federkolben, Waffen, bla, kompensierte Rückstoßeffektive erhöht und die Genauigkeit der Waffe. Oh. Ach komm, wir erhöhen jetzt die Genauigkeit der Waffe. Shit on it. Was haben wir hier? Zieloptik, Lauf, Verschiedenes. Was hast du? Laservisier, Kolben. Da haben wir da Vollmatik, Hilfe, bla bla. Ist egal. Okay, der Rest passt. Jetzt sind wir hier fast pleite. Halt die Klappe. Ich hab eine riesige Lagerhalle und hier ist endlich mal nichts los. Hier sind Menschen. Love it. Und immer wieder, wenn ich an solche Situationen hier komme, denke ich dran, dass ja eigentlich Stalker, Shadows of Chernobyl, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, so hätte es ja eigentlich werden sollen. Wenn Stalker damals in seiner technischen und Gameplay-technischen Ausführung so geworden wäre wie Metro, dann hätte selbst Metro jetzt keine Schnitte gegen das Spiel. Echt, ohne Scheiß. Stalker hatte so massiv viel Potenzial. Was, ihr sollt nichts aufbrechen. So massiv viel Potenzial und war einfach so grottenschlecht umgesetzt dann. Also nicht grottenschlecht, es hatte sehr, sehr viele Fehler. Oh, shit. Nothing here either. Clear. Hey. Wie er noch kackfrech hey sagt. Habt ihr das jetzt? Also ehrlich. The enemy sighted. Where? Niemand hat mich gesighted. Macht ihr hier keine Dummheiten? Er hilft uns der Little. Look for him. We'll fail the mission. Der Little Typ schon wieder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind auf uns allein gestellt hier. Hey, wie es jetzt plötzlich hier wieder in Schussmodus umgeht. Ich habe gedacht, wir sind der Polis. Ich wollte mich schon zu Tode freuen. Alter, hör doch auf, mich hier anzuleuchten. Oder? Ich hoffe, du stirbst so lange, bis du tot bist. Oh, wie man so ewig dastehen kann einfach. Komm, dann machen wir halt hier nichts mit Schleichen. Dann gibt's halt jetzt alles auf einmal. In euer Face. Na, du sollst eine Granate werfen, Dude. Okay, Feierabend mit dir. Oh, war das sein Helm oder sein Kopf? Alter, wie er einfach ausweicht! Hey, der schießt auf mich. Ich bin ein Agent aus der Matrix. Niemand schießt einfach auf mich. Dude, du musst sterben. Ich schieße dir schon die ganze Zeit in einen Scheißschädel, der nur einen Helm drauf hat. Und selbst der Helm muss mal irgendwie in die Binsen gehen. Er ist unkaputtbar. Schleichen wir uns halt an der Seite hier vorbei. Da kenne ich doch nichts. Er weiß nicht, dass sein Glück gleich ein Ende hat. Sollen wir mal ganz bold sein? Peng. Feierabend mit euch Penisse. Oh mein Gott, da ist ein Sniper. Die schmeißen auch Granaten. Schweine. Shit, man. Ich müsste doch hier durch, müsste ich. Komm schon. Ja, ist ja gut. Dude, stirb. Ist er tot? Ja, er ist tot. Nee, er ist nicht tot.
Oder? Ich krieg nicht das Lied, dass die... dass das Gefecht vorbei ist. Wo ist noch einer? Wo ist noch einer? Haben die hier alle keine Maske mehr auf? Kann ich die abnehmen? Yay, ich kann meine Maske die ganze Zeit schon abnehmen und ich lasse sie mir fröhlich kaputt schießen. Es ist ja immer das gleiche mit Call PR-Nummern. Ach geh. Oh. Hui. New Dimensions, Bullshitters. Obwohl, nee, nicht ganz. Jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Oder? Tatsächlich. Olds? Ihr lasst mich jetzt hier schon wieder raus, oder? Ah, ah, okay. Puh, jetzt habe ich schon gedacht, ich bin einem Bug zum Opfer gefallen. Oh, oh, oh. Okay, dann schleichen wir uns mal hier unterirdisch weiter. Kann ja auch mal nicht schaden. Tot sind ja eh schon fast alle. Großartiger Shit, Mann. Dass auch immer alle sterben müssen, bis die uns mal zuhören. Oder zumindest so tun, ne? Jetzt geben wir doch mal die Waffe mit dem Nachtsichtgerät, damit ich mal sehe, wo hier noch einer ist. Wenn man mal was sieht hier. Ah, da oben. Ah, ah, ah. The music is out. That means green light for Call P. Let me take your stuff. Zack. Von am Eck war da auch noch einer, den wir getötet haben. Alles schön scavengen, liebe Leute. Oh Mann, ja, also jetzt muss ich gerade echt so richtig massiv dran denken. Wenn Stalker so geworden wäre, wie es geplant war. Kinder, 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 was denkt ihr, was wir da für eine Perle auf diesem Planeten hätten? Halleluja. Aber gut. Was nicht ist, das ist nicht. Ne? Und vielleicht wird es ja noch. Die Leute von Stalker von damals können sich ja jetzt mal an Metro ein Beispiel nehmen und das Ganze in die Open World ziehen. Und schon haben wir das Stalker, was wir eigentlich alle verdient haben. Weiter geht's, hier gehen wir rein. Hallo? Oh. Hast du gerade die Luft angehalten? Ja, ich muss hier die Maske aufsetzen. Schön, schön, schön. Wir sind wieder im Freien. Klasse. Bitte keine Feuergefechte im Freien. Bitte nicht. Ich sah, du hast diese. Gut? Jetzt weiß ich, was für. Hey, danke, Mann. And now, let me please come behind you. Oh, hello. I help. Not always enough strength alone. Okay, mach mal auf hier die Tür. Achso, hast du schon von der anderen. Ah, aber. Oh. We might still catch up with the caravan. Klinitsky, stay here. Yes, Comrade okay. Lieutenant. Yes, sir. Ihn, Filter im Klo, den will ich eigentlich gar nicht benutzen. Oh, oh. Schade, dass diese Vision dann immer wieder weggeht. Die ist so cool. I love Wallhacks. Nein! Wieso stirbst du nicht One-Shot? Okay, das ist Pumpgun-Action-Time. Schneller, 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 schneller. Oh 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 oh. I'm gonna get you for this. Nix geht's du. Und Botsk! Botsk! Leute, Leute, nicht so aggressiv. Nicht so aggressiv! Oh. Holy fuck! Oh, heilen, 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 heilen. Oh mein Gott, ich hänge irgendwo. Oh mein Gott. Alles ist voller Blut, wegwischen. Okay, wir können das hier nicht so unendlich in die Länge ziehen, liebe Freunde. Mit den Masken, das ist auch nicht so feine englische Art hier. Alter. Komm schon. Siehste, Feierabend. Du musst dich bloß ergeben. So, da haben wir das.
Genau, das war ganz schön nervenkitzelig hier. Und ich bin sonst nicht kitzelig an den Nerven eigentlich. Also nicht leichtfertig. Hey, ist gemütlich da drin? Gib's zu, du hast dich versteckt, wo ist hier? Oh. Okay, jetzt darf ich die noch looten. Und dann würde ich schon sagen, liebe Freunde, war's das auch schon wieder für diesen Part. Wir spielen Metro Last Light. Dass hier schöne Luft ist, oder beziehungsweise schönes Wetter, sieht bloß so aus. Ist nicht so. Hier ist alles fucked up. Was passiert, wenn wir uns in dieses Treppenhaus begeben? Erfahrt ihr im nächsten Part. Metro Last Light wird gespielt. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Völlig gratis. Ich bin CoreLP100, der mit der Zahn dran. Es macht mir wahnsinnig Spaß, für euch zu spielen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.